Der gute alte 6.2. Ja, wir haben einen C63 hinter uns stehen, Coupé, Performance-Paket, Facelift, 486 PS und 600 Newtonmeter sollen anlegen. Von der Leistung her machen die wirklich die Leistung, die machen sollen, aber nicht das Drehmoment. Also zumindest messen wir hier serienmäßig nie 600 Newtonmeter. Messen wir hier serienmäßig nie 600 Newtonmeter. Genau, so sieht's aus. Und von der Leistung her aber normalerweise schon. Natürlich müssen wir sagen, wir messen die Autos im fünften Gang. Immer. Für eine vernünftige Leistungsmessung muss immer der vorletzte Gang gewählt werden. So, das Problem ist zum Beispiel, wenn wir hier den vorletzten Gang wählen und der keine Vmax-Aufhebung hat, läuft der in die Vmax. Machen wir aber trotzdem, weil im vierten Gang die Messung wird verfälscht. Das ist nicht die richtige Übersetzung. Das heißt so, wir werden im fünften Gang in die Vmax laufen, dementsprechend halt ein bisschen weniger Leistung sehen, als er eigentlich hat, weil wir nicht komplett ausdrehen können. Aber ich denke mal, so 450, 460 PS wird er so drücken. 486 soll er haben, also das passt schon. 100 Oktan sind drin, keine 102. Der Kunde ist extra aus der Schweiz. Den weiten Weg aus der Schweiz hat er auf sich genommen, um das Auto hier bei uns abstimmen zu lassen und einen Satz IPE F1 Fächerkrümmer sich einbauen zu lassen mit Hosenrohren und 200 Zeller Sportcuts. Eine, das sieht man nicht mehr, ne? Eine Akrapovic Abgasanlage ab Cut ist schon drunter und mit den Krümmern wird das schon eine ordentliche Ansage sein. C63, der M156 Motor, der 6.2er V8 Sauger, das ist ein Motor, den kenne ich in- und auswendig, ganz ehrlich. Und ihr wisst es auch, die Leute, die meine Videos schauen, wissen auch, dass wir davon sehr viele machen und gemacht haben. Instagram, Facebook. Also ich habe bestimmt in den letzten 5-6 Jahren bestimmt 300 solche Autos gemacht. Also zumindest 300 dieser Motoren. Ja? Ob es jetzt im E63 Sauger war, im C63, im SLS. Also dementsprechend habe ich mich da sehr, sehr lange mit beschäftigt. Auch die Motorsteuerung, dieses MED9 Steuergerät. Da gibt es auch einige Tipps und Tricks, die man so machen kann, dass man richtig Dampf aus der Karre rauskriegt. Und ich denke, das beweisen wir immer ganz gut. Wir hatten letzte Woche noch einen Kunden da, der war vorher auch schon optimiert. Und der lief auch vorher schon gut. Und ich habe auch gesagt, ey, der ist gut gemacht. Das sah auch gut gemacht aus, was gemacht wurde. Weil ich bei denen ja bei der Stufe 3 Optimierung das Steuergerät immer raushole und mit BDM quasi auslese, nicht über OBD. Über OBD macht er nur einen Hardware- und Softwareabgleich und zieht dir quasi einen Originalfile von einem Server, aber nicht das, was tatsächlich drauf ist. Ja? Und bei der Stufe 3 Abstimmung mache ich sowieso immer, wie gesagt, auf dem Tisch und über BDM. Und bei dem Wagen von letzter Woche war ich immer interessiert daran, wie das halt so ausschaut, ne, was da gemacht wurde, weil der Kunde wollte unbedingt wissen, war es gut gemacht. Es war wirklich okay gemacht, kann man nicht sagen, war gut gemacht. Zwei, drei Kleinigkeiten hat er vergessen und das sind genau die Sachen, die halt ordentlich Bums machen. Feedback vom Kunden, Auto geht wie Hölle. So, aber jetzt erstmal dazu zu dem hier, wir machen die Eingangsmessung und ich denke mal, da wird es auch später nochmal ein Fahrvideo geben, weil die Dinge einfach brutal sind, das wollt ihr auch sehen und ich habe da auch Spaß dran. Und machen wir mal eine Eingangsmessung und dann als nächstes melde ich mich wieder nach der Eingangsmessung. Boah, die Nase zu. Boah. Und dann zeige ich euch mal die Krümmer im Vergleich zu den Serienkrümmern. Denn das habe ich schon in mehreren Videos gezeigt. Und wenn ihr seht, was in dem Auto für Krümmer drin sind, serienmäßig, Mickey Maus. So, Ergebnis wie erwartet. Wie ihr sehen könnt, bei 6000 Drehungen geht er quasi mit Grenze an. Das ist mit die 250er Sperre. Ich kann das jetzt hier umstellen, wenn ihr das wollt. Mache ich auch direkt mal für euch. So, ihr könnt genau sehen, bei 250 läuft er in die Vmax und das ist auch genau, wo die Drehzahl endet. 452 PS lagen also maximal bei 6000 Drehungen an. Wenn wir jetzt ausgedreht hätten, würden wir jetzt die 470 PS sehen. 486 soll er haben. Das passt schon gut. Allerdings hatte ich ja gesagt, 600 Newtonmeter sehen wir serienmäßig bei den Autos oder bei den Autos nie. 540 haben wir jetzt gemessen. Das Drehmoment würde hier aber auch nicht mehr steigen bei der hohen Drehzahl. Also mehr als 540 Newtonmeter hat dieses Auto jetzt hier auch nicht gedrückt. 100 Oktan sind drin und jetzt machen wir uns dann die Arbeit. Ich melde mich gleich wieder, dann zeige ich euch mal die Krümmer, das habe ich ja gerade schon gesagt. Und das Ding wird Attacke machen und darauf freuen wir uns. Bis gleich, tschüss. So, sind wir am Start? Ah, wir sind am Start. So, wir sind am Start. Und zwar C63. Stage 3 Umbau bei uns, was beinhaltet das?
das haben wir nicht alles ausgelegt. Es beinhaltet einen Satz Fächerkrümmer von IPI, die Version mit Cut. Kunde wollte mit Cut haben. Und mit Cut oder mit Sportcut laufen die auch besser als ganz ohne Cut. Ja? Gibt zwar kein Feuer, aber dafür gibt es unten ein bisschen mehr Drehmoment. Kurze Erklärung. Wenn ihr mit Sportcut fahrt, habt ihr natürlich Gegendruck, also der Abgasstrang hat Gegendruck, wenn ihr keinen Cut fahrt, habt ihr natürlich weniger Gegendruck. Und wenn man ein bisschen Gegendruck hat, wirkt sich das positiv im unteren Drehzahlbereich aus, dass man da ein bisschen mehr Bums, ein bisschen mehr Drehmoment hat. Fährt man ganz ohne Cut, hat man oben raus einen Ticken mehr Leistung. Ja? Ich muss wohl sagen, beim 1063, also beim 6,2 Liter V8 Sauger, der läuft meiner Meinung nach im Generellen besser mit Sportcut. Ja? Ich habe viel ohne Cut gemacht in Dubai, aber mit Sportcut läuft ein Ticken besser. Unser Stage-3-Paket, was beinhaltet das? Das beinhaltet einen Satz Krümmer von IPE F1 mit Sportcuts. Das beinhaltet einen Satz ganz spezieller Rennsport-Zündkerzen. Das beinhaltet einen Satz Piper Cross Sportluftfilter-Einsätze und natürlich eine Stage-3-Optimierung auf dem Prüfstand mit Vor- und Nachermessung. Kostet ganz genau 5.999 Euro. Ihr wollt immer Preise wissen, also habe ich es diesmal gesagt. So, aber was machen wir? Da ist ja schon eine Akrapovic-Abgasanlage drunter, ab Cut, aber ab Vor-Cut, ja, nicht ab Nach-Cut. Denn ab Nach-Cut wäre dann quasi X-Pipe, Endschalldämpfer. Hier sind die Nach-Cuts quasi schon durch Rohre ersetzt worden. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen, also das haben wir schon mit Akrapovic habe ich schon 2-3 Mal gemacht, müssen wir ein bisschen was umbauen, aber funktioniert einwandfrei. Was haben wir hier? Der wichtigste Teil sind die Krümmer. So. Viele munkeln und sagen auch, die originalen Krümmer wären gut und die kann man nicht besser machen und mit Fächerkrümmern verliert man Leistung. Jeder, der ein bisschen Ahnung hat von Motoren und Abgastechnik, ja, der wird sofort sehen, warum dieser Krümmer hier, ich sag mal, suboptimal ist im Vergleich zu diesem Krümmer hier. Ja? Also so kann man das Ganze vergleichen im Endeffekt. Ja? Das ist der Originalkrümmer. Das ist natürlich, wie ihr sehen könnt, der IPE-Fächerkrümmer. Ja? Ihr seht, der Originalkrümmer hat Anschluss, Motor, Abgasseite und geht sofort in einen Kollektor rein. Ja? Und ihr seht, die Verrohrung ist auch relativ überschaubar von der Größe her. Können wir mal vergleichen hier. Ne? Ja. Das ist ganz wichtig. So, und geht dann in einen Kollektor rein. Das heißt also, was passiert? Alle vier Zylinder hauen die Abgase hier rein. Dadurch A, verwirbelt sich das und B, werden die Abgase in kleinen Ticken, ja, ein bisschen aus der Ruhe gebracht und gehen dann erstmal Richtung Hosenrohr, sprich Sportcut. Wobei ihr bei einem Fächerkrümmer zum Beispiel, ja, darum sagt man Long Tube Headers, Long Tube Fächerkrümmer, ja. Long Tube ist, weil jeder einzelne Zylinder, ja, 4, sein eigenes Rohr hat und erstmal alle Abgase so schnell wie möglich aus dem Motor rausgedrückt werden, ja, und erst dann hier in einen großen Kollektor kommen. Ja. Hier der Vergleich nochmal ganz kurz. Alle Abgase gehen erstmal in so einen kleinen Kollektor hier, ja, und werden alle zusammengepresst und müssen sich dann quasi drum boxen, wer als erstes da unten rauskommt. Darum ist dieser Krümmer suboptimal. Suboptimal. So, dann geht es normalerweise in einen Vorcut. Ja, dieser Vorcut ist relativ fett und dieser Vorcut existiert auch hier so nicht mehr. Der würde quasi dann hier sitzen, sage ich es mal ungefähr, existiert nicht mehr und geht dann ins Hosenrohr. Das ist ein Hosenrohr und dann von hier aus in einen 200 Zeller Sportcut. Ne? Die Verrohrung ist natürlich von der Größe auch anders. 70 mm haben wir jetzt. 63 mm ist die Serienabgasanlage. Vom Klang her brutal. Im Vergleich, oder die Akrapovic ist da wirklich sehr zahm jetzt noch so mit den Serienkrümmern, obwohl die Nachcuts raus sind. Jetzt mit den Fächerkrümmern und mit den Nachcuts ersetzt durch Sportcuts. Und die Vorcuts fallen aber diesmal weg, ne? Wird das vom Klang her schon brutal sein. Was aber brutal ist, ist eigentlich nicht nur, dass die Cuts wegfallen, sondern der Krümmer an sich entwickelt, dadurch, dass die Abgasströme ganz anders aus dem Motor rauskommen, ja, und jeder einzelne Zylinder seinen eigenen Weg hat, entwickelt das einen ganz anderen Klang. Du hörst einen 63er mit Krümmern sofort, wenn du ein bisschen Ahnung hast, wie so ein Auto normalerweise klingt. Ja? Also mit Krümmern hörst du es sofort und der Alex macht jetzt weiter. Und dann würde ich sagen, melde ich mich wieder mit dem ersten Soundcheck. Wir haben vorher keinen Soundcheck gemacht, aber ihr habt ja gehört, wie der sich am Prüfstand angehört hat. Und das wird eine ganz andere Nummer. Bis gleich.
So, ihr habt gerade soundmäßig schon ein bisschen was aufs Maul bekommen. Interessante Kombination. Ne? Ich muss sagen, er klingt wirklich interessant. IPE, Fächerkrümmer mit Sportcut, 200 Zeller und der Akrapovic Evolution Abgasanlage aus Titan. Den Klang, so habe ich selber noch nicht gehört. Es klingt sehr interessant. Also ich finde, er klingt sehr gut, klingt sehr dumpf, nicht so kreischend, nicht so schreiend. Und ja, Kerzen sind gemacht, Piper-Crossover-Filter sind drin, Fächerkrümmer sind drunter, Einbaupommen gab es und es gab einen Soundcheck. Und jetzt messen wir, Stufe 3 ist gemacht, Steuergerät ist drin, Steuergerät ist geklebt. Ich weiß, die Dinger mache ich im Schlaf. Mit zugebundenen Händen auf einem Bein springend rückwärts im Kreis. Darum habe ich auch schon direkt zugeklebt oder zukleben lassen, weil ich weiß, dass ich da wahrscheinlich nicht mehr drangehen werde. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ich muss nicht mehr dran, dein Auto ist fertig. So, wir messen jetzt mal und schauen mal, wie viel Bums wir jetzt in Hütte haben werden. Wir werden auf jeden Fall gut Bums in Hütte haben. Und da wird er auf jeden Fall eine gute Rückfahrt in die Schweiz haben. Wir messen und dann bin ich gleich wieder da. Feuer frei. So, wir sind fertig und ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen. 100 Oktan Abstimmung, nicht 102. Eingangsmessung war 452 PS. Jetzt haben wir 555 PS. Also 113 PS mehr. Wobei ich gesagt habe, bei der Eingangsmessung, sehen wir gleich, hört die Drehzahl vorher auf, weil wir in die VMAX fahren bei 250. Also ich denke mal, 470 PS hat er vorher gehabt. Wir haben gute 80 PS mehr. 540 Newtonmeter liegen an. Jetzt liegen fast 640 Newtonmeter. Das heißt, wir haben 100 Newtonmeter mehr als vorher. Wie gesagt, auf 102 hätte man hier 570, 580 stehen, haben wir schon mehrere gemacht. Gibt es 1000 Videos von, 1000 Facebook-Posts, 1000 Instagram-Posts. Ja? Von daher, bei denen geht schon 570, 580 geht. Wir haben letzte Woche noch einen gemacht, der war auch von einem Mitbewerber schon gemacht, der war auch ganz gut. Da habe ich nochmal optimiert und dann hatten wir 583 PS. Drehmoment war gleich. Kunde sagt, Feedback, Auto geht wie Sau. So, ich lege originale Diagramm mal drüber oder beziehungsweise drunter. So, hier kann man schön sehen, dass wir natürlich vorher aufgehört haben zu drehen, weil er hier in die VMAX reingelaufen ist und wir natürlich jetzt bis in Begrenzer drehen konnten. Aber das maximale Drehmoment lag sowieso hier an, das heißt vom Drehmoment her hätten wir sowieso nicht mehr gesehen als 540 serienmäßig und von der Leistung her wäre vielleicht ein bisschen noch gestiegen, wie ich da sagte, ungefähr 570 PS. Aber schaut euch das an. Originale Drehmomentkurve, Tuning-Drehmomentkurve. Der Unterschied sind gute 100 Newtonmeter, 80, 90, 100 Newtonmeter komplett. Und das gleiche mit der Leistung. Ne? Jetzt liegen wir mit der Radleistung, ja, mit der Radleistung bis 5000 Drehungen höher als vorher die Motorleistung war. Da wir natürlich auch weiter drehen, dementsprechend erhöht sich natürlich auch die Schlepplast. Darum haben wir ein bisschen mehr Verlustleistung als vorher. So, Ergebnis kann ich sehen lassen und vom Klang her, wie gesagt, ist auch sehr interessant und jetzt würde ich sagen, fahren wir mal. Gucken wir mal, wie das Auto fährt und dann bin ich gleich wieder da und zwar aus diesem Monster. So, machen wir erstmal hier auf Sport Handling Mode, das sind die Kunden. Ein bisschen Soundcheck. So, fahren wir ganz normal los, vielleicht laden schon mal ein bisschen rein in die Kiste hier. Und gucken, wie das marschiert. Traktionskontrolle ist auf Sport. Und wie fällt man dann manuell? Also es ist wirklich nicht. Es ist nicht megamäßig laut. Also es ist schon. Es ist schon laut. Ne? Aber die Akrapovic, die dämpft schon viel ab, finde ich. Also es ist auf jeden Fall nicht so brutal wie komplett IPE. Komplett IPE ist Weltuntergang, Godzilla kommt aus dem Wasser raus und all so Geschichten. Aber hier, das geht. Also finde ich wirklich. Ist wirklich nicht laut. Also ich würde sagen, der ist jetzt nicht lauter wie die Serienabgasanlage mit
Cat Delete. Also Serienabgasanlage, alle Cuts raus, würde ich sagen, ist mindestens genauso laut wie jetzt komplett. Das ist, muss ich sagen, ist gut, weil es ist ein überschaubarer Klang, ist nicht zu laut, sollte man nicht so viele Probleme kriegen damit. Und leistungsmäßig ist natürlich Bombe. Ja, wir haben eine Titanabgasanlage drunter, wir schrauben schon ein bisschen Gewicht, dafür haben wir ein Panoramadach. Und natürlich Fächerkrümmer. Ne? Das heißt, das ist schon eine gute Kombination für dich. Aber es ist wirklich, ich hätte es lauter gedacht jetzt. Ne? Dann fährt das Ding ohne Ende. Wir kommen gleich auf die Autobahn. Also normalerweise mit so einem Paket fährt so ein Auto. Normalerweise so eine 100, 207,5 haben wir auch schon bewiesen, haben wir auch schon mehrmals gefahren, gibt es auch Videos drüber. Eine Rekordfahrt habe ich gemacht mit der Limousine, mit dem Edition 507. Da war ich 207,22 Sekunden. Die Motoren hier, wie gesagt, ich habe bestimmt über 300 Stück davon gemacht. Ne? Also ich glaube, ganz ehrlich, dass da macht uns so schnell eigentlich keiner was vor. Der Motor ist super geil, super dankbar. Ist halt auch wirklich... Ja, es ist ein Tuning, also ist, der ist willig. Ne? Viele wissen es, Drosselklappenstellung ist nicht 100% oder 99%, 100% geht nicht. Bei den Fahrzeugen, je nachdem, ob es 457 oder 458 PS und 487 PS ist unterschiedlich. Und dann gibt es natürlich Performance-Paket, Nicht-Performance-Paket, also P31-Paket. Da sind die Kolben und Pläu vom SLS drin. Ja, ist ein bisschen besser. Wenn man dieses P31-Paket hat, hat man natürlich dann auch noch hier das Alcantara am Lenkrad. Rote Bremse, ich glaube, die Bremse ist noch dicker und man hat so eine kleine Abrisskante hinten drauf. Das ist, wenn man dieses P31-Paket hat. Beim Coupé, ich glaube, den gibt es, glaube ich, sogar nur mit P31-Paket, wenn ich mich nicht täusche. Und dementsprechend mit dieser Kolbenpleuel Mercedes SLS. Hier ist bei 100er Tal, haben wir uns einen kleinen Ticken zurückgehalten. Ich habe es ja gesagt, da geht noch ein bisschen mehr. Wobei jetzt auf der Straße der noch ein Ticken besser geht, als was wir im Prüfstand messen. Ja, weil wir einfach ganz andere Luftgeschwindigkeiten haben als am Prüfstand. So, jetzt gehen wir mal Attacke 50 km/h. Also was man an der Tankstelle kriegen kann, Aral 102. Das sage ich allen Kunden, ich tanke es in all meinen Autos und dann laufen die Autos auch einfach am besten. Das ist so. Die Autos laufen dann am besten. So. Das ist schon. Wir machen Traktionskontrolle mal aus. Gucken, wie das versteht. So, Traktionskontrolle aus und. Gesehen, du gibst Gas. Das ist natürlich ein German Muscle hier. Ne? Also Burnouts machen und viel, viel Qualm produzieren kann man mit dem Auto oder genau generell mit 1060 204 natürlich perfekt. Ne? Dicker V8, 6,2 Liter, jede Menge Drehmoment, jede Menge Dampf. Damit lässt sich auf jeden Fall schon ordentlich Gummi vernichten. Wir laden nochmal durch. 60.
Was wollte ich noch sagen? BMW-Syndikat, Flugplatz Obermähler, sind wir natürlich am Start. Ne? Kennt ihr vom letzten Jahr schon, größte BMW-Treffen auf der ganzen Welt. Da gibt es Driften, da gibt es Viertelmeile, da gibt es Show and Shine, da gibt es tausende von verschiedenen Sachen, die da gemacht werden. Also sind wir auf jeden Fall auch am Start. Genaue Datum habe ich gerade nicht im Kopf. Aber BMWler unter euch, die wahrscheinlich dieses Video nicht schauen werden, weil es ein AMG ist, die sollten wissen, wann das BMW-Syndikat ist. Ja? Also BMW-Syndikat sind wir am Start, auf jeden Fall mit einem Stand und wenn alles gut läuft, werde ich da auch ein bisschen driften. Das hat letztes Jahr wirklich viel Spaß gemacht und dort ein bisschen Reifenvernichten oder eine kleine Reifenvernichtungsorgie veranstalten. Das ist so der Plan. Maschine. So, das fahren wir mal. Das Geile ist der Komfortmodus. So, guck mal, Komfortmodus, das Ding. Ich finde, damit kann man gut durch die Gegend fahren. Es dröhnt nicht zu sehr. Es ist schon, ist eine gute Kombination. Wobei für meinen Geschmack, also ich finde komplett IPE besser. Aber auch nur, weil die grelleren Klang hat. Die ist so ein bisschen monstermäßiger. So ein bisschen so. Kennt ihr das, wenn Godzilla aus dem Wasser rauskommt? So klingt das dann ungefähr. Das hier finde ich human. Klingt trotzdem geil, klingt wirklich anders, schön dumpf und es, ich finde es auch auf jeden Fall nicht zu laut. Hier braucht man auch keine Klappensteuerung, weil Klappe zumachen hier würde ich nicht brauchen. Nee. Ja, kleine Fahrt gab es, das Wetter hat sich ein bisschen verschlechtert. Wir hatten eigentlich Sonnenschein die letzten paar Tage, aber jetzt ein bisschen schlechter. Als nächstes steht für uns die Tuning World Bodensee an. Da haben wir natürlich eine limitierte Edition von Lufterfrischer am Start für euch und drei verschiedene Snapbacks, auch limitierte Edition. Also greift zu, wenn ihr auf der Tuning World Bodensee seid, weil die werden schnell weg sein. Wir haben auch nur eine limitierte Anzahl von allem. Das heißt, so zugreifen, Spaß haben und geil sein. So, das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr was anderes oder was ihr noch so sehen möchtet, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet. Und ja, AMG-Leute, wenn ihr Bock habt, ihr wisst, kommt vorbei. Ich halte der Kiste, ich halte euren Kisten mal richtig ein. Und das habe ich mittlerweile, glaube ich, echt schon oft gezeigt. Ja, ansonsten, subscribe, like und teilen. Bis zum nächsten Mal.